Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, diesen kleinen Freund hier, diesen Gliedermaßstab oder diesen Zollstock brauchen wir gleich. Ich zeige dir in diesem Video drei Möglichkeiten, wie du dir drei Kreise anzeichnen kannst und das in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfkraft, denn es sind drei Wolfkraft-Produkte. Und ich glaube, von euch hat jeder ein Wolfkraft-Produkt in der Werkstatt. Vielleicht sogar unter anderem dieses hier. Das ist nämlich ein Anschlagwinkel. So, damit kannst du dir 90 Grad anzeichnen beispielsweise. Oder viele sind schon drauf gekommen, weil hier so kleine Löcher sind, um dass du das als Parallelanschlag nutzen kannst oder dir parallel zu deinem Werkstück Hilfslinien oder Linien anzeichnen kannst. Viele wissen es aber gar nicht. Es verbirgt sich nämlich hier ganz, ganz unten als kleine Skizze. Das ist nämlich auch ein Zirkel. Also du kannst dir damit quasi Kreise anzeichnen. Einfach unten die zwei Schrauben hier lösen. Achtung, als Konter sitzt im Hintergrund oder auf der anderen Seite eine Mutter. Die darfst du natürlich nicht verlieren, wenn du den Winkel wieder zusammenschrauben möchtest. Und dann hast du einen flachen Winkel quasi. Und dann brauchst du nur noch einen Nagel, wie diesen hier, und natürlich einen Hammer. So, und dann suchst du dir die Mitte aus, fixierst das Ganze nämlich. Unten von der Skala ist ein Loch. Und da kommt ein Nagel rein. Kannst natürlich auch vielleicht eine kleine Reißzwecke oder so nehmen, damit das Loch ganz, ganz klein ist. Und dann kannst du dir dein Loch anzeichnen, beziehungsweise deinen Kreis. Und ich nutze dazu auch ein Produkt von Wolfkraft. Wie soll es anders sein? Aber ich nutze es total gerne. Denn das ist der neue Marker von Wolfkraft. Der hat nämlich am Ende einen Anspitzer. Und ich habe auch hier ganz viele Bleistifte und auch einen Anspitzer mir extra mal für die Werkstatt bestellt. Aber ich finde ihn jetzt schon wieder nicht und das ganze Ding, ja, ich lege ihn da in einer Kappsäge, dann brauche ich mal an der Werkbank und ruckzuck fällt er mal runter und ist dann irgendwie weg. Also ich finde ihn nicht mehr wieder und ich finde das halt total toll, dass man hier hinten einen Anspitzer dran hat, sich das Ganze anspitzen kann und weiter geht's. Denn es gibt nichts Schlimmeres oder jeder kennt es, wenn du beim Werkeln bist, ruckzuck nutzt sich diese Spitze vorne ab und so eine Spitze brauchst du jetzt, um dir den Kreis anzuzeichnen. Beispielsweise nehmen wir mal 10. Das heißt, wir haben 20 im Durchmesser und zack, hast du dir deinen Kreis angezeichnet. Wirklich ganz, ganz einfach. Und viele wissen gar nicht, dass es diese Funktion bei diesem Anschlagwinkel von Wolfkraft überhaupt gibt. Als nächstes Tool brauchst du einen, ja, wie soll ich es jetzt nennen? Zollstock, Gliedermaßstab. So, übrigens kannst du auch hier, genau, hier ist nämlich eine kleine Skala, 15 Grad, 45 Grad. Wenn du mal auf dem Bau bist, kannst du nämlich deinen Gliedermaßstab auch nutzen, um dir gewisse Winkel anzuzeichnen. Richtig, richtig praktisch. Und das zeichnet auch einen guten Gliedermaßstab oder Zollstock aus. Den brauchst du jetzt und dieses Tool hier. Damit kannst du dir beispielsweise auch parallele Linien anzeichnen oder Parallelen zu deinem Werkstück. Und viele wissen es auch nicht. Du hast hier eine kleine Zentrierspitze oder vielleicht auch schon. Und ich hatte darüber mein Reel gemacht gehabt. Also du fügst jetzt deinen Gliedermaßstab hier rein. Und da gab es die Frage, ob der überhaupt hier über dieses Glied rübergehen kann. Ich nenne es jetzt mal Glied, ich weiß nicht, wie das heißt. Rübergehen kann und ja, das geht. Dann fixierst du dir das Ganze natürlich dementsprechend auf deinen Radius, was du jetzt benötigst, ziehst einmal diese Spitze hier vorne ab, die kommt dann hier vorne ran und da ist auch dein Punkt für deinen Markierer und dann drückst du das in dein Material hinein, klappst den Zollstock so gut wie es geht ein, so, und dann nimmst du deinen Markierer, kannst die Mine ein bisschen rauspumpen, die ist sehr, sehr stabil, muss ich sagen, und die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, beziehungsweise in Gelb nochmal, falls du mal irgendwie ein anderes Material anzeichnen möchtest, ist sehr, sehr hilfreich. Ja, und dann kannst du auch hier wieder deinen Kreis anzeichnen, ist wirklich eine sehr, sehr einfache und super Sache und sehr, sehr einfach und was ich toll finde, das Ganze ist wirklich ganz, ganz klein und passt in jeder kleine Männerhandtasche. Wie diese hier, die habe ich mir nämlich jetzt besorgt, für ein größeres Projekt, was demnächst starten wird. Wenn du wissen möchtest, was das ist, das verlinke ich dir mal jetzt hier oben im Eck oder unten in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Videos wirst du es erfahren. Ist wirklich eine richtig, richtig große Sache. Glaubst du mir nicht? Schau dir dieses Video an. Und es gibt noch eine schöne Sache.
Und zwar hat Wolfcraft, ich glaube, das war dieses Jahr oder letztes Jahr, zwei Tools rausgebracht. Das sind nämlich diese Vario-Winkel hier. Diese zwei haben es wirklich in sich. Die haben wirklich unzählige Funktionen, also wirklich sehr, sehr ausgeklügelt das Ganze. Und das habe ich auch schon mal in einem oder anderen Reel oder Short gezeigt. Und die beiden Winkel haben beide die gleiche Funktion. Du kannst damit nämlich dir auch Kreise anzeichnen. Denn hier ist auch wieder eine Skala. Und ganz unten ist ein Loch. Dazu brauchst du wieder einen kleinen Nagel. Den schlägst du ein. Zack. Und dann wieder einen Markierer. Und dann kannst du dir hier, tauchst du dann dein, hier bei 130 beispielsweise, deinen Markierer ein. Und kannst dir wieder wunderbar Kreise anzeichnen. Bis zu 230 mm der große und der kleine hat hier 80, also hier kannst du dir 160 mm anzeichnen. Und das war es auch gewesen von diesem Video. Im Übrigen gibt es auch jetzt aktuell auf Amazon immer größere Sets. Das heißt, du musst dir nicht einen Markierer bestellen. Es gibt immer so Sets, wo mehrere Sachen mit dabei sind von Wolfcraft. Und ich möchte mich an dieser Stelle an euch nochmal bedanken und möchte einen Undercover Jig verlosen. Das ist nämlich unter anderem mein Lieblingswerkzeug bei Wolfcraft. Was musst du machen? Ganz einfach Hashtag Wolfcraft und dann bitte schreib mal in den Kommentar, was du demnächst mit diesem Set bauen möchtest. Ganz, ganz einfach. Und ich sage einen Schluss, siehst du unten in der Videobeschreibung. Und ich werde dann kurz danach in irgendeinem Video, egal welches, gebe ich den Gewinner bekannt. Also aufpassen, jedes Video schauen, am besten abonnieren und die Glocke aktivieren. Und in dem nächsten Video, beziehungsweise das kommt demnächst online, geht es um meine Holzfassade. Denn ich habe mein Büro, besser gesagt meinen Streamingraum, von außen verkleidet. Und dieses Video kannst du dir jetzt anschauen, wenn es schon online ist. Ich würde sagen, viel, viel Spaß. Ansonsten, hier ist auch noch ein weiteres Video von mir. Und ja, wie gesagt, Handwerker Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und drück beide Daumen, dass du der glückliche Gewinner bist. Ciao.